willkommen zum Demospiel von Duel mit den Kontrahenten Big Jim und Mord. Duel ist ein sehr schnelles Skirmish-Spiel, das auch in einem sehr kleinen Feld gespielt wird. 30x30 cm haben wir. Und wir spielen das Standardszenario, in dem es darum geht, den Schatz in der Mitte zu bergen. Es geht los mit der Initiative. Big Jim hat eine 1, damit fängt er an. Er zieht 4 Zoll hinter den Wald. Ja, da steht er gut. Er kann Mord noch nicht sehen, das heißt, die zwei können noch nicht aufeinander schießen. Mord zieht vor, ebenfalls 4 Zoll. Er bewegt sich hinter den Felsen, so dass er ein kleines bisschen rausschaut. Mal schauen, ob die beiden sich sehen können. Ja, das sieht doch gut aus. Zur Sicherheit, was auch der Schweizer Taschenlaser. Ja, das sieht doch sauber aus, ne? Die zwei haben Sichtlinie zueinander und können einander also sehen. Damit ist es Zeit für ein Duell. Big Jim wählt als Duellwert die 3. Mord wählt die 4. Damit schießt Big Jim als erstes. Er landet einen Treffer, den er aber neu werfen muss, weil Mord in Deckung steht. Und Big Jim verfehlt. Mord kann zurückfeuern. Mord landet ebenfalls einen Treffer. Auch er muss neu werfen, weil Big Jim sich hinter Deckung befindet. Mord trifft aber trotzdem. Big Jim geht zu Boden. Die Runde ist zu Ende. Big Jim kann also direkt schauen, ob er wieder aufsteht. Yep, er steht wieder auf. Guck, da bin ich wieder. Gut, weiter geht es mit der Initiative. Big Jim hat die 3 und Mord hat die 4. Das heißt, Big Jim zieht wieder als erstes. Wieder 4 Zoll. Damit kommt er bis an den Rand des Waldes. Das ist auch gut. Damit steht er weiterhin in Deckung. Der ganze Wald, also das ganze Geländestück, zählt als Deckung. Die beiden können sich immer noch sehen. Das heißt, sie schießen auch wieder aufeinander. Big Jim wählt als Duellwert die 4 und Mord ebenfalls die 4. Das heißt, sie schießen gleichzeitig. Big Jim landet 2 Treffer, Mord nicht einen einzigen. Autsch! Trotzdem steht Mord in Deckung, das heißt, Big Jim muss einen Treffer neu werfen, den er versiebt, aber er hat dann immer noch einen Treffer. Das heißt, Mord geht wieder zu Boden. Damit fällt Mords Zug für diese Runde aus und er kann direkt schauen, ob er wieder aufsteht für den nächsten Zug. Ja, tut er. Na, so untote Pistoleros, die kommen einfach immer wieder. Das ist schon lästig. Ja. Na gut, weiter geht es mit der Initiative. Big Jim hat diesmal die 6, Mord hat die 2. Das heißt, Mord fängt an. Mal schauen, wie weit er mit den 4 Zoll Bewegungen kommt. Ah ja, gut. Er kommt also bis vor in den Schatz. Das ist ordentlich. Er kann ihn noch nicht direkt aufheben, weil das seine eigene Aktion wäre, aber er steht schon mal dran. Die beiden sehen sich, das heißt, sie schießen wieder aufeinander. Mord wählt als Duellwert die 4 und Big Jim wählt die 3. Das heißt, Big Jim schießt als erstes. Und er landet einen Treffer. Das reicht aus, damit Mord wieder zu Boden geht. Big Jim war in dieser Runde noch nicht dran, das heißt, auch er kann jetzt noch ziehen. Und er zieht vor an den Schatz. Den Wald lässt er bitte stehen. Danke.
Und er kann jetzt auch noch auf den wehrlosen Mord schießen. Und er macht das einzig Sinnvolle, er nimmt maximalen Duellwert, weil mit Gegenwehr ist nicht zu rechnen. Schießt. Blam, blam. Zwei Treffer. Hier, nimm zwei für deinen Freund und dich. Ja, Mord ist damit aus dem Rennen. Er wird vom Spielfeld entfernt. Und ja, alles Weitere ergibt sich von selbst. Ne? Big Jim nimmt den Schatz an sich und kann damit dann aus dem Spielfeld rausrennen. Düdel, 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 düdel. Ja, das war eine Runde Duel. Wie schon gesagt, das Spiel geht rasend schnell. Dafür ist es auch gedacht, dass ihr es mal so in der Kaffeepause spielt, im Büro oder wie auch immer. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr jetzt wahrscheinlich am besten, was da zu tun ist mit Liken, Sharen. Ihr könnt das ja. Okay, dann ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.